So ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch und damit heißt es Hot Take oder Schrott Take. Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga Insider. Haut mir gerne ein Like um die Ohren, wenn ihr Bock auf geile Hot Takes habt und wenn ihr die selber schreiben wollt, wenn ihr hier mal auf die Bühne kommen wollt, ihr sagt, Kessem, hol mich mal hier ins Format rein. LigaInsider.de, ihr holt euch da eine Meldung, zieht ihr euch raus und mit ein wenig Wortgeschick landet ihr hier bei mir auf der Bühne und damit gehen wir rein in die Hot Takes. So, was ich hier natürlich auch mache, ich prüfe natürlich auch schon vergangene Hot Takes, wie hot die denn noch sind. Und wir haben hier mal Pauli Walnuts, den hatten wir nämlich nach unserer ersten Folge. Und der hatte geschrieben, St. Pauli ist sein Nummer 1 Absteiger, hatte das gecallt. Und das ist dann vielleicht wohl eher Kategorie verpokert. Also ich hoffe, meine Fanta ohne Eis steht da schon kalt bei dir. Grüße raus an Pauli. Und der wurde einkassiert vom jungen Soran. Ja, Soran hat hier direkt Pauli mal die kalte Dusche verpasst. Der hat nämlich letzten Mittwoch den Kiezkickern, die hat er richtig predicted. Und zwar, mein Hot Take ist, Pauli punktet in Freiburg. Das hat er geschrieben zu unserer Folge 4. Und Soran mit den Tarotkarten unterwegs. Dem habe ich mal ein Follow da gelassen. Davon will ich mehr lesen, lieber Soran. So, genauso wie Markol, auch der hat unter unsere Folge 4 gepostet hier auf der Liga-Anzeiger-Seite. Hot Take, dieses Jahr werden 3 deutsche Mannschaften im Champions-League-Halbfinale stehen. Und Markol, du bewerbst dich auf Top 3 Hot Takes des Jahres. Also ich muss dann nochmal mit der Redaktion nochmal sprechen, ob wir für die krassesten Long-Term-Hot Takes, ob wir da irgendwie die noch belohnen. Stay tuned auf jeden Fall. Dein Hot Take brennt. BVB 7-1 gegen Celtic Glasgow. Leverkusen gegen 1-0 gegen die Rossoneri. Auch da siegreich gewesen. Und wenn Bayern nachher Villa nicht wegklatscht, dann weiß ich es leider auch nicht. So, wir gehen weiter zur nächsten Meldung und bleiben mal hier auf dem schönen Champions-League-Terrain. Dortmund feiert Kantersieg gegen Celtic Glasgow und Dennis beruhigt die Leute mit seinem Hot-Take und kühlt die Leute runter. Jungs, kommt mal alle runter, die richtigen Gegner kommen noch. Hinrunde wird max 7 sein. Dennis, ich weiß nicht, ob du die Dortmund-Tore mit dem Tabellenplatz verwechselt hast. Das ist, ich lasse das mal hier für dich als Hot-Take stehen. Du gehst aber gegen eine der heißesten Mannschaften gerade, die auch Union Berlin am Wochenende ordentlich wegfeuern wird. So, und damit gehen wir mal weiter. Das ist heute ist ein bisschen Turbo-Folge. Ekitike nach Fußproblemen zurück im Teamtraining. Und Hoffmann macht's, vielleicht Eintracht-Fan, er wird Kompanie das Fürchten lehren. Das ist hier sein Hot-Take. Ich liebe diese Statements. Hoffmann macht's, mein Lieber. Da waren viele in den Kommentaren traurig, haben irgendwelchen Kielpunkten hinterher getrauert, wie der Apple-User zum Beispiel, blende ich euch hier kurz mal ein. Aber Hoffmann macht's, er ist ganz cool, breite Brust, glaubt an den Jungen und sagt, dann knallt er hier halt eben die Bayern weg. Ich liebe so eine Leute, die hier so geile mit so einer Power-Mentalität unterwegs sind. Das, was du glaubst, das ziehst du an und das passiert dann auch. Und das gibt mir hier Hoffmann macht's, my man. Und der Name passt, denn wir gehen hier eins weiter nach Leverkusen. Und wer hat kommentiert? The big guy, the magician, official José Mourinho. Bei uns in den Kommentaren, ja, auch da ist er unterwegs. Spricht auch sehr gut Deutsch, habe ich gelesen. Meine persönlichen Quellen bei Porto, Inter, Chelsea, Menu und Rom sagen, dass Palacios am Wochenende Startelf und 90 Minuten spielt. Los geht es, 300er Average incoming, euer Special One. Also erstmal finde ich das mega geil, dass José sich immer direkt bei den Palacios-Meldungen und das Volk mischt. Und zweitens, Leverkusen spielt am Wochenende gegen Kiel. So. Alle, die hier Leverkusener haben in ihren Teams, ich will mir das mal mit euch genauer anschauen. In der aktuellen VA, die ist nämlich ganz, ganz wild. Ich möchte mal meine Gedanken teilen, denn ich glaube, auch gerade im Hinblick auf die Challenge, mit der richtigen Kombi kann man hier den Spieltag komplett crashen. Unsere Bayer VA-Gruppe, die kocht, das kriege ich natürlich mit. Und ich würde euch gerne mal meine Gedanken preisgeben. Und ich gehe hier mal einfach das Team gerade durch. Wir starten ganz hinten mit Kovar, den haben wir da gerade mit einer Alternative. Der hat bisher nur das Spiel gegen RB Leipzig bekommen, sah da natürlich nicht gut aus und ich glaube, der spielt. Also den glaube ich auf jeden Fall, dass der drin ist.
Ich glaube, Alonso vertraut auch nochmal auf die Dreierkette, die er schon gegen Wolfsburg gespielt hat. Und da drehe ich mal auf Mukiele, Tah und Bélossian. Gestern auch wieder Hincapié und Tapsoba, die Nominellen, gestartet. Können wir vorstellen, dass die eine Pause bekommen. Holt euch mal die Bélossians und Mukieles dieser Welt in eure Teams. Das sind hier meine Picks. Ja, ja. So, wir gehen mal weiter. Rechte Schiene. Da sehe ich auch Teller, haben wir hier mit Alternative Frimpong. Ich glaube, Frimpong bekommt mal eine Pause. Ich kann mir gut vorstellen, Teller oder Arthur. Und dann linke Schiene Grimaldo. Haben wir ohne Alternative drin. Sehe ich auch genauso. Der wird safe spielen. Ohne Alternative links. Wie gesagt, rechts ist ein bisschen tricky. Ich glaube, Teller, der hat 100 Minuten in 3 Spielen bisher gesehen. Das ist sehr wenig. Arthur hat nur die 13 Minuten gesehen gegen RB. Ich würde denken, Teller ist hier nochmal dichter dran an dem Startplatz. Aber es könnte auch Arthur sein. Ich gebe hier mal 60-40%. So, Hot Take von José. Pala spielt, sage ich auch. Confirm ich hier dein Hot Take. Und Hot Take Kessem. Chaka bekommt eine Pause. Der hat gestern wieder 90 Minuten durchgespielt. Und ich gehe hier mit Rob. Der kam gestern auch nur für die letzten Viertelstunde nochmal rein. Ich will im Backend hier nichts kaputt machen, deswegen setze ich hier mal nur so einen kleinen Rob obendrauf. Und ja, also das ist mein Mittelfeld hier. Teller, Rob, Pala und Grimm. Und vorne, Leute, wo ist Jonas Hofmann? Gerade in der Meldung hatten wir ihn. Hofmann macht's. Der ist gestartet gegen seinen Ex-Club im ersten Spiel, gegen Gladbach. Ich kann mir hier vorstellen, auch hier will ich nichts kaputt machen im Backend. Wir haben ihn als Alternative von Wirtz. Ich glaube, die starten zusammen. Ich sag Hofmann über rechts und Wirtz über links. Und vorne, ich gehe nochmal zurück zur Leverkusen-Lineup gegen Wolfsburg. Das ist hier mein Gedanke. Und ich kann mir vorstellen, dass Patrick Schick nochmal starten kann. Boniface hat jetzt viel gespielt, hat nur die eine Pause bekommen gegen Wolfsburg. Das Spiel, was wir gerade genannt haben. Und den muss man natürlich trotzdem stellen, wenn man den besitzt. Weil der kann natürlich reinkommen und Kiel natürlich abfeuern und zerschießen. Aber ich glaube, dass Schick nochmal eine Startchance bekommt. Und ja, das ist mein Take. Schreibt mir gerne mal eure Startelf der Leverkusener in die Kommis. So ihr Lieben, ich bin in Feiertagsstimmung. Morgen ist Feiertag, den gönne ich mir mal. Deswegen gibt es hier von mir morgen kein Video auf dem Main-Kanal. Wir haben aber ab heute wieder die Shorts am Start. Deswegen checkt da mal unseren Social-Kanal, auf jeden Fall TikTok und auch auf YouTube wird es morgen einen Short geben. Und damit verweise ich nochmal ganz fix auf unser Video. Gestern wieder mit dem Guido. Die Abwehrspieler aktuell vorm Besten gerankt. Und wir hatten die Gewinner vom Montag, auch da gerne nochmal reingucken. Und damit bin ich jetzt erstmal raus und wünsche euch einen schicken...